Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den evolutionären Algorithmen. Heute geht es um eine Methode davon, wie ihr Kinder generieren könnt. Ist leider nicht ganz so spannend wie bei den Menschen, aber ja, im Prinzip ist es überhaupt nicht spannend. Wir haben auch nur ein Elternteil, also man braucht keine zwei Eltern, leider. Aber gut, schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie man das als Algorithmus darstellen kann. Eine Methode, wie gesagt, es gibt noch mehrere, zum Beispiel Rekombination, aber das, was ich euch als erstes zeigen möchte, ist die Mutation. Und ja, wie gesagt, wir benutzen jetzt hier eine Menge von Eltern und produzieren eigentlich eine gleich große Menge an Kindern. Also 100 Eltern produzieren normalerweise 100 Kinder. Ihr könnt den Algorithmus aber auch mehr als einmal für die Eltern ausführen, also für jedes Elternteil mehr als einmal. Dann kommen halt mehr als 100 Kinder raus, wenn ihr 100 Eltern reinstoppt, nämlich 200, falls ihr es zweimal ausführt und so weiter und so fort. Okay, was wir jetzt machen beim Mutieren ist Folgendes. Ich schreibe gerade mal Mutate hin. Und ja, wir nehmen jetzt hier ein einziges Elternteil rein, also ein Parent, und führen im Prinzip diesen Mutate-Algorithmus für jedes Parent in dieser Parents-Liste. Das ist zum Beispiel eine Liste oder ein Array oder sowas. Das führen wir einfach jedes Mal für jedes Element da drin aus. Also der GenChildren würde jetzt Mutate, keine Ahnung, für jedes Element einmal aufrufen. Und was wir hier bei Mutate im Prinzip machen, wir sagen, okay, das Parent sieht zum Beispiel, wie gesagt, wenn ihr es hier als Dezimal habt, dann könnt ihr das ziemlich gut umwandeln in eine Binärzahl. Das ist ja kein Hexenwerk hier. Das umzuwandeln in eine Binärzahl, nicht schwer, macht euer PC normalerweise auch für euch. Aber sagen wir einfach mal, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, wir haben hier irgendwie so eine Bitfolgendarstellung. Also das wäre jetzt eines unserer Elternteile. Kann natürlich auch anders aussehen, ist jetzt nur ein Beispiel. Wir weisen es nicht zu, keine Sorge. Das ist einfach nur, so könnte ein Parent aussehen. Gut, und was wir jetzt machen ist, wir wählen einfach zufällig diese einzelnen Stellen hier und mutieren die. Also wir sagen, hier kommt eine 0 hin, weil davor stand eine 1 da und dann kommt jetzt hier eben eine 0 rein. Das heißt, die Stelle ist mutiert. Und dann mutieren wir noch die Stelle und dann mutieren wir vielleicht noch die Stelle hier. So, und dann haben wir immer noch, das wäre jetzt das Kind, also das, was wir aus dem Elternteil kreiert haben. Jetzt ähnelt sich das noch immer sehr, also gegenüber dem Parent ist es immer noch fast gleich, nur drei Stellen sind unterschiedlich. Und wir können wieder prüfen, wie fit ist denn dieses Kind jetzt, also wie gut läuft die Fitness- oder Gütefunktion auf diesem Kind. Und je nachdem ist das Kind vielleicht besser als das Elternteil. Falls ja, Glück gehabt. Falls nein, schmeißen wir es weg, töten wir es einfach. Wir töten hier Kinder, ja, ich weiß. Ist nicht ganz so ohne dieses Video. Aber okay, dazu kommen wir später bei Select Population. Hier geht es nur darum, wie generiere ich diese Kinder überhaupt. Und ja, das mit diesem Mutieren ist eigentlich ziemlich einfach. Was man normalerweise macht, ist Folgendes. Man hat dieses Parent gegeben, das sieht irgendwie aus, und dann ziehen wir uns ein zufälliges Z, deswegen Z wie zufällig, wir ziehen ein zufälliges Z, Zungenbrecher, nicht wirklich, aber okay, wir ziehen ein Z und das ist normal verteilt um 0 rum, das heißt, also perfekt normal verteilt um 0, also manchmal kommt vielleicht eine 1 raus, aber relativ selten. Normalerweise werden wir eine 0 sehen und manchmal sehen wir auch eine minus 1, sowas in die Richtung. Gut. Also normalerweise, wie gesagt, eine 0. Und jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt haben wir, das Z muss übrigens gleiche Länge haben wie euer Parent, also an Bits zum Beispiel. Parent hat jetzt zum Beispiel 10 Bit und Z hat auch 10 Bit dann. Also für jedes von diesen Bit haben wir eine Verteilung. Also im Prinzip ist es ein zufälliges Array, wenn man so will, mit der gleichen Anzahl an Stellen wie Parent. Also Parent.length schreibe ich einfach mal rein. Und das wird jetzt eben komplett zufällig initialisiert. Okay, das sieht falsch aus. Ich teile das Ganze mal auf. Sekunde. Also Z ist ein Array und hat dieselbe Länge wie Parent. Und jetzt machen wir für jedes einzelne dieser Einträge hier, sagen wir, es ist normal verteilt um 0, eine Zahl, ein Bit normal verteilt um 0. Und dann runden wir das Ganze wieder, sodass wir hier perfekt zufällig entweder eine 0 oder eine 1 kriegen. Oder eine minus 1, ist ja auch egal. Gut, und was wir dann machen ist Folgendes. Wir sagen, für jedes von diesen Bit nehmen wir unser Parent, also Parent an der Stelle i. Das i soll hier die Bits in die, also zuweisen, genauso wie hier. Das sollen
ein Bit-Array sozusagen sein. Und jetzt nehmen wir unser Parent von i und sagen, okay, das neue Parent von i oder das Child im Prinzip, Children oder Child an der Stelle i, ist gleich, und jetzt nehmen wir unser Parent an der Stelle i. Ups. Das sollte natürlich nicht sein. Nehmen unser Parent an der Stelle i und rechnen z an der Stelle i drauf. So, normalerweise, weil das hier ja zufällig oder normal verteilt um 0 ist, also meistens kommt eine 0 raus, aber normalerweise, wie gesagt, kommt eine 0 raus. Manchmal kommt es vor, dass dann eine 1 oder eine minus 1 bei rauskommt. Das heißt, unser Bit flippt und es kommt eine, aus einer 1 wird eine 0 und aus einer 0 wird eine 1. An sehr, sehr wenigen oder an manchen Stellen. Und das produziert uns dieses Kind, so wie wir es eben vorhin gesehen haben. Das ist im Prinzip nur die Formalisierung zu dem, was ich euch vorhin zufällig gezeigt habe. So, und dann geben wir einfach dieses Kind zurück. Also wir sagen Return Child sozusagen. Super. Und jetzt haben wir unseren Algorithmus. Den kann man jetzt noch ein bisschen manipulieren oder verändern, je nachdem, wie man es eben braucht. Man kann sagen, also nochmal kurz als Beispiel, unser Parent sieht so aus. Sowas in der Art. Und jetzt nehmen wir nicht einzelne Bits und invertieren die, sondern wir invertieren komplette Sequenzen davon. Das heißt, wir teilen unser Parent auf und sagen, ha, alle 4 Bits, also sozusagen hexadezimal, teile ich mir das Ganze jetzt auf. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. So, das teile ich mir jetzt auf, so in diese 4er-Blöcke. Und wenn ich jetzt hier als zufällige Zahl rausbekomme, ja, ich soll invertieren, also sprich, es ist nicht 0, dieses Z, dann invertiere ich nicht nur ein Bit, sondern ich invertiere diese komplette Sequenz hier. Und da erinnert man sich vielleicht, wenn man Bio gehört hat in der Oberstufe oder wann auch immer, erinnert man sich vielleicht so ein bisschen dran, das hier könnte zum Beispiel ein Gen sein. Das heißt, das komplette Gen ist mutiert. Sowas in die Richtung eben. Okay, eine weitere Möglichkeit wäre, das ist dann aber schon ein bisschen schwieriger zu realisieren, wir cutten und pasten. Also wenn wir uns nochmal das Ursprüngliche hier angucken, was ich uns am Anfang gegeben hatte. So, jetzt teilen wir das nicht mehr so auf, sondern wir sagen, okay, wir kriegen zufällig irgendeine Stelle raus und wir kriegen zufällig eine andere Stelle raus. Also sagen wir mal zufällig Stelle 3, also diese 0 hier, wir fangen bei 0 wieder an zu zählen, und wir kriegen zufällig diese Stelle raus. Das heißt, wir nehmen diesen Abschnitt hier und dann kriegen wir noch eine andere Stelle raus. Also das wäre die Startstelle, das wäre die Endstelle. Und dann kriegen wir vielleicht noch diese Stelle hier raus oder die hier. Ich nehme jetzt einfach mal die hier und da pasten wir das dann rein. Also wir verschieben sozusagen diese einzelnen Dinger. Das macht nur in sehr wenigen Anwendungsbereichen Sinn. Wenn ihr jetzt mal an die Hypothesen zurückdenkt, es ist warm, ich möchte Fahrrad fahren zum Beispiel, dann, ja, dann wäre das hier zum Beispiel sowas wie, aus, es ist angenehm warm und ich möchte Fahrrad fahren, wird es regnet und ich möchte kein Fahrrad fahren. Also im Prinzip vertauschen wir hier komplett die Reihenfolge oder sowas. Das macht in dem Fall absolut keinen Sinn. Da wäre dann sowas hier mit Mutieren sinnvoller gewesen. Gut, ja, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, was man zu Mutationen in unserem Fall, also im Informatiker-Fall, wissen sollte. Für die Biologen gibt es da natürlich haufenweise noch mehr, aber ich glaube, wir sind keine Biologen, wir sind hier Informatiker und deswegen reicht das für uns. Super, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.